Moin Giorno und willkommen zum Unboxing der MFB Pro Box im Monat Juni. Was ich euch beim Ultraleicht Unboxing noch unterschlagen hatte, war dieser Aufkleber hier, den ich ganz nett finde. It all starts with a MFB. Der wird wahrscheinlich auch hier drin sein. Und was mir nochmal aufgefallen ist, dass immer noch das Newsheft aus dem Monat Mai fehlt. Also das wurde ja einmal begründet damit, dass da ein Krankheitsfall bei MFB im Hause ist und scheint was Ernsteres zu sein an dieser Stelle, eine gute Besserung. Auch das für Juni ist noch nicht draußen, habe ich mal geguckt und ja. Aber ich glaube oder bin mir sogar sicher, dass die Juni-Box ultraleicht voll gewesen ist, dass kein Köder gefehlt hat. Und auch hier sehe ich schon, dass hier ordentlich was drin sein wird. Gut gefüllt wahrscheinlich diese Box. Wir legen los. So. Aber gar nicht. Achso, ich dussel. Auch die Seiten müssen nochmal geöffnet werden. Guten Morgen. So. Oh ja, das ist gut gefüllt. Wir legen los. Von der Firma Lurafans. Also, die geben gut Gas gerade, die Jungs, habe ich das Gefühl. Mal gucken, was hier noch alles drin ist. Also, der A8S. Das ist hier ein Hardbait. Der ist sinkend. Ich hole ihn mal kurz raus. 7 Gramm schwer. Seht ihr jetzt. Und der hat auch so ein Longcasting-System. Also diese Kugel mit so einem Magnetsystem, die beim Auswurf sich einmal kurz löst und dann wieder arretiert, damit der Köder richtig Balance nimmt im Wasser. Sehr, sehr schön. Haben wir noch so japanische Schriftzeichen. Da sieht man, kann die. Ja, doch, jetzt seht ihr es. Was können wir noch was dazu sagen? Also 8 cm ist dieser lang, 7 Gramm schwer und sinkend. Und hat eine Lauftiefe von 90 bis 130 cm. Tolle Marke. Schöner Köder. Gefällt mir. So. Ein schöner Minnow. Dann machen wir weiter mit dem Spinnerbait. Auch hier von Lurefans. Und ich glaube, den könnt ihr auch besser betrachten, wenn ich ihn in der Verpackung lasse. Sonst baumelt das hier alles wie so ein Weihnachtsbaum hin und her. Also wir haben hier zwei Spinnerblätter in Silber und nochmal den Markennamen drauf, Lurefans. Das ist der F7. 7 Gramm schwer, können wir erkennen. Und dann hat er hier auch so mehrfarbige Fäden. Was können wir noch sagen? Sinkend ist ja natürlich, ist klar. Gibt es scheinbar auch in anderen Farben. Bräuchten wir nur noch einen Trailer dafür und dann wäre der schon startklar. Wobei, die machen schon so viel Bewegung und Attraktion. Muss gar nicht unbedingt sein. Könnte man auch so ohne Trailer fischen. Und ist dann das Owner? Kenne ich so von den Haken. Ist das ein Owner-Haken? Krass. Also ist wirklich eine Top-Qualität. Schönes Teil. Sehr schön. Dann machen wir weiter mit dem Hostage Valley. Der nennt sich Hostage Valley Shad 14. Das ist eine deutsche Firma. Die Farbe nennt sich Natural Perch. Also natürlicher Barsch. Und ich hole ihn mal kurz raus. So. Schöne Hechtkeule. Ich finde das Gummi ganz angenehm für Hecht. Ist nicht zu fest, nicht zu labberig. Sehr detailliert, detailreich. So einen richtig fetten Tail hier. Wobei,
Die Tails gibt es ja noch wesentlich klumpiger hier von Hostage Valley. Schöne 3D-Flossen. Beziehungsweise, ja, abstehende Gummiflossen. Und der dann ein bisschen mehr Spiel hinten. So. Finde ich mal ganz nett, diese Hostage Valley Lures. Gut, dann machen wir weiter mit der Firma Mollix. Das ist der Sato Worm. Der hat hinten so einen Dongle. Ich hole ihn mal raus. Ah, jetzt hat sich hier schon eine Verpackung verirrt. Also sehr, sehr gerippt, das Ganze. Ich ziehe mal auseinander. Könnt ihr jetzt so sehen. Und hinten hat er so ein kein Pintail. Könnt ihr natürlich auch, wenn ihr es abschneidet, als Pintail nehmen, aber hier hinten hat er noch so ein Dongle. Sehr, sehr weiches Material. Also schnell inhaliert für so einen Barsch. Der kommt wieder zurück. Zack. Den Lolli. Ah, okay. Die Firma Jäger ist jetzt auch mit dabei. Und zwar haben wir hier ein Jighead and Leader. Gibt es in verschiedenen ja, Fischereitechniken, ob Carolina Rig oder so, gibt es immer so ein vorgefertigtes Rig. Da sind schon Fluorocarbon, alles mit bei, also ready to fish. Bräuchtet nur, ihr nur an eure Hauptschnur ranmachen und dann geht das Ganze los. Also hier haben wir aber einen ganz normalen Jigkopf. Könnt ihr so sehen. Hier ist das Fluorocarbon. Auch schon fertig für die Hauptschnur. Also wirklich sehr, sehr easy. Snap ist mit dran. Lurekeeper am Jigkopf. Dann steht da bestimmt auch noch drauf, was das für eine Stärke ist hier. Gucken wir mal. Also es ist ein 10 Gramm Tungsten-Head. Also spricht für Qualität. Und wir haben eine 23er Schnur. 3,6 Kilogramm Tragkraft, also schön für Barsch. Eine 2,0er Hakengröße. Und die Länge ist 6,5 cm. Oh Gott, es ist zu früh einfach für mich. Recommended Softbait. Also der dafür empfohlene Softbait ist der Abram. Den werden wir wahrscheinlich hier nicht finden. Wir nehmen einfach hier einen Ködern Softbait, der uns hier in der Box vorgegeben ist. Beispielsweise hier mit diesem Mollix-Ködern. Oder ja, vielleicht auch schon mit dem, den wir uns gleich angucken werden. Und dann, ja, ist der Abram wohl eine Eigenmarke von Jäger. Also den kann man sich dann natürlich auch so kaufen. Außerhalb der MFB-Geschichte. Oh, sehr schön. Von Rapala haben wir nochmal einen ziemlich großen Hardbait. Das ist hier auch nochmal schön was für Hecht in der Größe, wobei Zander können da auch drauf gehen. Tatsächlich ein Suspending Rattlin Hardbait. Den kann ich mir gut für Zander vorstellen. Das ist der Husky Jerk. Oh, ich halte ihn mal in die Kamera. Drei Drillinge sind verbaut mit Tauchschaufel, mit Rasseln. Und die Farbe nennt sich Glow Yellow Perch. Wir haben hier 14 cm in der Länge und 18 Gramm ist der schwer. Hat eine Lauftiefe von 1,2 bis 2,4 Metern. Jetzt könnt ihr es auch so sehen. Und ja, ist damit schön für Zander über den Steinpackungen möglicherweise. Wobei das ist noch ein bisschen schöner, immer wenn er auftreibend ist. Wenn er sich mal verhakt oder so, ist es ganz schwer, ihn mal wieder aus der Steinpackung zu kriegen. Das ist dann angenehmer mit den Auftreibenden. Ja, sehr cool. Gefällt mir. Und jetzt haben wir nochmal von 13 Fishing.
hole ich mal raus. Na. Die sind aber groß. Und sehr, oh, ja, die mag ich jetzt kaum anfassen, sehr geölt. Aber ich glaube, ihr könnt die so sehr, sehr gut erkennen. Ja, die riechen auch ganz schön intensiv. Kommen gleich zurück. Was haben wir hier für eine Länge? Angaben? Doch, hier. Das ist der Wobble Craw Rabbit Ear Tail. Okay, das ist so eine Hasenohrenschwänze. Wenn man das jetzt mal guckt, ja, das sieht tatsächlich so aus. Hasenohren. Das ist Black and Tan, die Farbe. 4,25 Inch. Okay. Der 13 Premium Softbait. Weiter geht es nochmal mit dem Aufkleber. Und das ist gar nicht der gleiche wie aus der Whalebox scheinbar. Auch eine sehr schöne Firma. VMC. Und zu guter Letzt einmal nochmal ein bisschen Werbung für MFB. Ja. Meine Treuepunkte sind dabei. Schneide ich mir gleich aus. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.